Kämpft gegen Cassiopeia. Ich gehe jetzt erstmal zur Akademie. Ah, fliegen. Dann halte ich meine Pokémon und dann mache ich mal so noch so ein bisschen Schulstuff. Mir wurde gesagt, dass es relativ interessant sein soll, das zu machen. Und den Boss mache ich auch noch danach. Man soll auch Tests schreiben können. Das finde ich irgendwie ein bisschen wild. Aber ich bin noch mal kurz weg und komme gleich wieder. So. Ich glaube, dann stocke ich mal mein Team wieder auf. Den MVP nach ganz oben. Weiß gar nicht, ob ich Saltigant mit für den Kampf mit reinnehme. Ich glaube aber mal nicht. Zur Orangenakademie. Die Frage ist eigentlich auch nur, ob ich die Zeit eigentlich skippen kann. Oh. Oder kann ich dann einfach warten? Jo, Markus! Liebe? Richtig gecheckt. Ich bin Liewe, genau. Ach, was soll's, das mit ich gerade. Zeit, meine wahre Identität zu enthüllen. Tada! Tut mir leid, dass ich dich mit dieser Verkleidung an der Nase herumgeführt habe. Du fährst jetzt sicher aus allen Wolken, aber hinter dem hippen Liewe habe tatsächlich ich gesteckt. Den Direktor der Orangenakademie. Clavel, wie er leibt und lebt. Unglaublich. Kein Wunder, dass du so überrascht bist. Meine Verkleidung war perfekt, oder? Aber das war nicht die einzige Überraschung. Denn Cassiopeia, der Big Boss von Team Star, das bin in Wirklichkeit ich. Was? Wie ist das möglich im Ernst? Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Für unsere Anrufe habe ich immer passende Stimmaufzeichnungen angefertigt und zwar mit einem, ach, die Details erspare ich dir. Das war jedenfalls ein regelrechter Geniestreich. So, Markus, du weißt, was dir jetzt bevorsteht. Nämlich der entscheidende Kampf gegen mich, den Big Boss. Ist aber nicht mal Nacht. Ich wollte doch eigentlich in die Schule gehen.
Ich bin Cassie Paya von Team Star und hiermit führe ich meinen Masterplan zum Ziel. Okay. Oh, Krog ist eingeschlafen. Mortipod. Das war, glaube ich, mal die Weiterentwicklung von der Tasse, oder? Oder war das die Tasse an sich? Bin mir nicht sicher. Ah ja, ist die Weiterentwicklung. Bonusforst. Bruchrüstung. Also bis jetzt Clavis Team nicht wirklich krass. Jetzt doch ein bisschen mehr. Sasa schläft halt. Strahl. Ich glaube mal nicht, dass er auch so ausgeschaltet wird wie die anderen beiden. Rex Blizzard. Oh nö, den lasse ich einfach. Und mit Krog wäre ich da ein bisschen besser dran. Aber Eisenschädel funktioniert auch. Aurora-Schleier. Mach mal Eisenschädel. Hundemon. Boah, will ich das Risiko eingehen? Ach komm, ich mach's einfach mal. Das Binodon wird nur stärker, wenn er von Feuer getroffen wird. Großklingenangriff. Autsch. Aber ist Espinodon auch raus? Bei Londa. Boah, was war denn bei Londa nochmal? Nehm einfach Pamamo. Pamomamo meine ich. Dass der große Cassiopeia mal so in die Enge gedrängt werden würde. Ach, das ist Wasser. Oh mein Gott. Stimmt.
Warum dancet das so dumm? Nahkampf. Du lässt mir keine andere Wahl, als mein Pokémon zu Terra kristallisieren. Oh, okay. Lieber auf Abstand, damit du dich nicht verletzt. Bogentanz. Damn. Holy shit. Okay, gut, hätte ich den Nahkampf nicht eingesetzt. Hätte er lieber gleich Donnerblitz machen sollen. Und die Tina ist halt ein bisschen schwächer. Aber ein guter Counter. Energieball, komm. Au. Fuck. Ich nehme jetzt einfach den Riesenhammer. Bitte überstehe das. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Autsch. Fuck. Okay, ich muss wieder Grog einwechseln. Der schläft. Komm, ich mach jetzt einfach. Und das ist der Top-Beleber für Pamo. Macht eh den Bogentanz. Oh, meine Batterieleistung lässt nach. Ich hoffe, dass er aufwacht. Nein, er schläft immer noch. Auch wenn ich ein Item missgenutzt hätte. Kock ist halt jetzt dead. Doch nicht! Oh mein Gott! Schläft tief und fest. Warum wachst du nicht auf, Grog? Ist schon mal gut. Komm, ich nehme jetzt für Grog einfach Top-Genesung. Rock, es war sehr schön mit dir. Wenn er nicht Terra-Typ Feuer wäre, dann hätte ich ihn Terra kristallisiert, aber. Er ist Terra-Typ Elektro, okay. Muss ich dasselbe machen. Und anderes hilft da nicht.
Der dreckige Bogentanz, ne? Du bist wirklich stark geworden. 13.420. Holy shit. Das war jetzt viel Geld. Und es regnet weiter. Wo ist denn eigentlich mein Blut denn? Ist das schon die ganze Zeit? Was ist mit dem Ordner eigentlich so? Mist. Muss ich hier meinen Tisch abwischen? Und ein bisschen Wasser neben raus? Wo ist der? Weil es halt rosa, ne? Müsst eigentlich finden. Muss ich auf andere nehmen? Markus, wie sehr hat die Schatzsuche aus dir einen beachtlichen Trainer gemacht? Ich habe aber nur knapp, gewonnen, also es war schon fast hier per Hilfsmus, Alter. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe gelogen, ich bin nicht Cassiopeia und Big Boss schon gar nicht. Ich weiß, du fragst dich hier sicher, ob das mit Level auch eine Lüge war, aber nein. Level und ich sind tatsächlich dieselbe Person. Und was Cassiopeias wahre Identität angeht, sagen wir, es würde mich sehr wundern, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege. Deshalb wollte ich verhindern, dass ihr zwei euch im Kampf gegenübersteht. Ich wollte nicht, dass Cassiopeias Traurigkeit auch noch zu deiner Last wird. Wenn Cassiopeia sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr. Ein gewöhnlicher Schüler hätte keine Chance gegen Big Boss. Mit diesem Kampf wollte ich herausfinden, ob du das Zeug dazu hast. Hättest du verloren, wäre es meine Pflicht gewesen, Cassiopeia selbst aufzuhalten. Aber du bist stark und hast ein großes Herz. Du könntest es tatsächlich schaffen, diesen jungen Menschen zu retten. Es kratzt an meiner Ehre als Pädagoge, dir solch eine schwere Aufgabe aufzubürden, aber bitte besiege Team Stars Big Boss, besiege Cassiopeia. Quasi zwei Kämpfe nacheinander, okay. Verstanden, wird gemacht. Erstmal muss ich nochmal kurz zum Poké-Center zurück, ne? Vielen Dank, ich zähle auf dich. Oh. Quendella. Das ist ja wohl die Höhe! Nanu. Quendella, wie schön, sie zu sehen. Schön ist was anderes. Ich konnte es kaum glauben, als mir zu Ohren kam, dass auf dem Akademiegelände ein unzulässiger Kampf ausgetragen wird. Und was finde ich vor? Der Direktor höchstpersönlich tritt gegen einen unserer Schüler an? Ich kann das alles erklären. Ersparen Sie mir Ihre faulen Ausreden. Sie stinken schlimmer als ein wütendes Skankerpoo. Stinken? Denk daran. Big Boss wartet nachts auf dem Sportplatz auf dich. Bitte kümmere dich um Cassiopeia, ja? Sie werden nun ein Schreiben aufsetzen, in dem Sie sich bei der Schüler- und Lehrerschaft für Ihr törichtes Verhalten entschuldigen. Die Vorstandsvorsitzenden werde ich natürlich auch von dem Vorfall unterrichten müssen. Ach du liebes Bisschen, alles nur das nicht, ich bitte Sie. Oh man. Wenn er einfach random diesen Kampf, ich dachte er trifft, ich kämpfe jetzt in der Sporthalle gegen ihn, nein. Einfach so random vor der Tür. Ja, ich möchte meine Pokémon gerne heilen. Bam, 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 bam. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass diese fucking Ente einfach so krass ist. Also wirklich. Jetzt kaufe ich erstmal.
Ach, der hat keine richtigen Beleber. Nicht die richtigen. Dann gehe ich in die Orangenakademie. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich jetzt einfach Zeit skippen kann. Das sind wieder die drei FPS-Kinder. Guten Morgen, Markus. Welchen Kurs möchtest du besuchen? Biologie, Zwischenprüfung. Okay. Willst du den Gym besuchen? Ja. Der Kurs fängt gleich an. Nichts wie hin. Okay. Mal schauen, was die Zwischenprüfung so sagt. Wie geht's, wie steht's? Heute ist es endlich soweit. Eure Zwischenprüfung steht an. Was gibt es Schöneres, als die Lücke auf einem Testbogen mit Antworten zu füllen? Es besteht kein Grund zur Eile, also geht die Fragen langsam an. Womit lässt du ein Pokémon aus dem Pokéball, wenn du mit ihm spazieren gehen willst? Ja, mit der R-Taste natürlich. Wann und wo kann man ein Pokémon-Ei finden? Bei einem Picknick, bei einem Spaziergang. Ich glaube... im hohen Gras im Korb. Da habe ich halt absolut keine Ahnung. Bei einem Picknick. Ich sage jetzt einfach mal Antwort B. Was ist eine wirksame Methode, um Eier warm zu halten? Laufen. Was hilft nicht beim Fangen von Pokémon? A, eine Beere zu geben, sie von hinten zu überraschen. Ein geeignet Pokéball. Weiß nicht, sie von hinten zu überraschen. Vergiften. Ich glaube, sie zu vergiften ist nicht die beste Wahl. Benötigt, um Pokémon mit hohem Level fangen zu können. Arena-Orden. Ohne Einfluss auf eine Note. Was hältst du vom Pokédex? Ist ja einfach zu bedienen. Ja, er ist toll und einfach zu bedienen. So, die Zeit ist um. Ich hoffe, ihr hattet allen Spaß beim Beantworten der Fragen. Die letzte Frage war nur etwas, das mich persönlich interessiert. Verpetzt mich bitte nicht beim Direktor. Okay? Ich werde eure Tests so schnell es geht benoten. Also seid gespannt auf die Ergebnisse. Okay. Mal schauen, wie sehr ich reingeschissen habe. Es fühlt sich gut an, wenn man eine Prüfung hinter sich gebracht hat, nicht wahr? Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du dich geschlagen hast. Die Zwischenprüfung geht als bestanden, wenn du drei Fragen korrekt beantwortest. Bei der Abschlussprüfung hingegen musst du viermal richtig liegen. Wollen wir doch mal schauen, wie du in Biologie abgeschnitten hast. Du hast 2 von 5 Fragen korrekt. Was? Das reicht leider nicht aus. Du wirst die Prüfung wiederholen müssen. Was? Okay. Ich mach das jetzt nochmal. 2 von 5 Fragen richtig. Dann sage ich halt mal ZR-Taste. Da weiß ich halt nichts. Ich sag immer noch B beim Spaziergang. Laufen. Sie zu vergiften. Arena-Orden. Das hatte ich auf jeden Fall richtig. Das muss ich dann nachgucken, was da die Ergebnisse sind. Also, wie gesagt, mit Eiern habe ich halt null Ahnung.
Außer es mit dem Laufen, das weiß ich. Drei Fragen, nice. Dann hast du die Prüfung bestanden, herzlichen Glückwunsch. Senior Jim hat alle, die bestanden haben, ein kleines Geschenk vorbereitet. 5 EP-Bonbon S, oh nice. Und immer schön weiter lernen. Lernen. Biologie, ach komm, wir machen Biologie komplett durch. Ja. Die Kurs fängt gleich an, nichts wie hin. Wie geht's, wie steht's? Dann wollen wir mal den Unterricht anfangen. Bei der Zwischenprüfung habt ihr alle sehr gut abgeschnitten. Ich danke euch für eure Antworten auf die Zusatzfrage. Sie werden mir bei meiner weiteren Arbeit am Pokédex bestimmt hilfreich sein. So, heute beginnt also die zweite Hälfte des Semesters. Es ist wichtig, dass wir unser Wissen erweitern und uns weiterentwickeln, wie Pokémon. Und da haben wir auch schon das Stichwort zur heutigen Lektion entwickeln. Heute lernen wir etwas über die Entwicklung von Pokémon. Kämpfer lassen Pokémon im Level aufsteigen, wodurch sie neue Attacken erlernen und stärker werden. Das ist aber noch nicht alles. Wenn manche Pokémon ein bestimmtes Level erreichen, ändert sich ihre Gestalt und ihre Statuswerte werden stark erhöht. Dieses Phänomen nennen wir Entwicklung. Wenn Pokémon sich entwickeln, werden sie viel stärker. Das macht sie im Kampf zu verlässlichen Partnern. Manche Trainer bevorzugen es allerdings, die Pokémon ihrer Entwicklung abzubrechen, weil sie es süß finden, so wie es ist. Was aber kompletter Schwachsinn ist, dazu muss man nur einen Knopf drücken, sobald das Pokémon die Entwicklung beginnt. Dann lasst uns alle laut im Chor singen. Welchen Knopf ist das? 3, 2, 1 und der B-Knopf. Ganz genau, ihr habt recht. Um die Entwicklung eines Pokémons abzurechnen, müsst ihr den B-Knopf drücken. Wenn ihr das tut, sobald die Entwicklung beginnt, könnt ihr verhindern, dass euer Pokémon sein Aussehen verändert. Ihr könnt eurem Pokémon aber auch einen Ewigstein zum Tragen geben, um zu verhindern, dass es sich entwickelt. Übrigens, die Beendigung für deine Entwicklung unterscheidet sich je nach Pokémon. Es gibt Pokémon, die sich durch den Einsatz von Items wie zum Beispiel einem Feuerstein oder einem Sonnenstein entwickeln. Andere Pokémon müssen für die Entwicklung eine bestimmte Attacke erlernt haben oder ein bestimmtes Pokémon im Kampf besiegen. Die Art und Weise, wie sich Razzaf zu Epitaph entwickelt, ist besonders ungewöhnlich. Es gibt da eine Art... Hoppla! Jetzt ist die Zeit schon wieder um. Machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es gibt sogar noch den Hint dazu. Das finde ich ganz gut. Am nächsten Mal sagt er wahrscheinlich das mit Cesario. Biologie 5. Ja. Und die dritte Stunde ist dann wieder die Zwischenprüfung. Die über Entwicklungen geht. Wie geht's, wie steht's? Dann wollen wir mal anfangen. Übrigens, erinnert ihr noch an meine kleine Zusatzfrage in der Zwischenprüfung? Leider hat Direktor Clavel irgendwie davon Wind bekommen und mir eine saftige Standpauke gehalten. Uff. Er meinte, er würde mir sofort ansehen, wenn ich irgendwas vor ihm verheimliche. War ich einfach ganz bleich im Gesicht oder bin ich rot angelaufen? Keine Ahnung. Aber wo wir gerade von Farben sprechen, darum geht es in der heutigen Unterrichtsstunde. Die Farben und Musterung zweier Pokémon derselben Art können sich nämlich je nach Geschlecht oder anderen individuellen Eigenheiten leicht unterscheiden. Ganz selten werden Pokémon auch mit einer für ihre Art ungewöhnlichen Verteilung an Farbpigmenten geboren. In solchen Fällen sprechen wir von schillernden Pokémon. Die Chance, ein Exemplar über den Weg zu laufen, ist ziemlich gering. Weiß jemand, mit welcher Wahrscheinlichkeit man schillernde Pokémon begegnen kann? Ich glaube, 1 zu 4000 war das. Wow, Volltreffer. Ich glaube, vor uns sitzt ein angehender Pokémon-Professor. Tatsächlich beträgt die Chance, ein schillerndes Pokémon zu Gesicht zu kriegen, 1 zu 4000. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ihr einem wilden Pokémon begegnet oder eines aus einem Ei schlüpft. Falls das Ei aber von Pokémon stammt, die aus Regionen mit unterschiedlichen Sprachen kommen, besteht eine höhere Chance, dass das daraus schlüpfende Pokémon ein schillerndes ist. Warum? Tja, dieses Geheimnis wurde noch nicht gelüftet. Außerdem soll es eine Art Glücksbringer geben, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein schillerndes Pokémon zu begegnen. Na, das ist die Chance, haben wir nur bei 2000. Wissenschaftlich fundiert klingt das nicht gerade, aber es wäre schon toll,
Wenn das stimmen würde. Oh. Ups, es hat geklingelt. Dann sind wir schon fertig. Danke und halte die Ohren steif. Jetzt kommt wahrscheinlich die Zwischenprüfung in Biologie. Oh. Nein. Ach, ich kann gar nicht weitermachen. Ja. Und was lerne ich in Mathematik? Wie man Pokémon zählt oder was? Hallo, freut mich, euch alle kennenzulernen. Ich bin Quendella, eure Mathematiklehrerin. Gleich zu Beginn habe ich direkt eine Frage an euch alle. Mögt ihr Zahlen- und Rechenaufgaben? Nein. Ja, geht so. Hahaha, danke für die ehrlichen Antworten. Es scheint, als ob sich einige von euch für Zahlen begeistern können und andere eher weniger. Aber egal, wie ihr zur Mathematik steht, mein Unterricht wird hoffentlich allen von euch Spaß machen. Ah, da fällt mir ein, wie gut kennt ihr euch mit den Wechselwirkungen zwischen den Pokémon-Typen aus? Zum Beispiel ist Pflanze sehr effektiv gegen Wasser und Wasser ist wiederum sehr effektiv gegen Feuer, richtig? Du kennst dich doch bestimmt gut mit Pokémon aus, Markus. Kannst du mir Folgendes beantworten? Die Wasserattacke Aquaknarre ist sehr effektiv gegen den Typ Feuer. Was geschieht mit dem Schaden, wenn sie ein Feuer-Pokémon trifft? Er wird verdoppelt. Genau, das dachte ich doch. Diese Frage ist ein Klacks für dich. Attacken des Typs, gegen den eure Gegner schwach ist, ist sehr effektiv. Das heißt, der Schaden wird verdoppelt. Im Gegensatz zu Attacken eines Typs, gegen den euer Gegner stark ist, nicht sehr effektiv, dadurch halbiert sich der Schaden. Hihi, das klingt ja fast, als würde ich den Kampfkurs unterrichten. Ich will mich natürlich nicht in Senora Amuras Unterricht einmischen, aber das kleine Beispiel mit Pokémon-Kämpfen hat es sich angeboten. So macht Mathe sogar denjenigen Spaß, denen das Fach sonst nicht liegt. Hab ich recht? Oh, das war wohl die Klingel. Schade, unsere Zeit scheint um zu sein. Ich freue mich bereits auf die nächste Stunde. Slay. Ach man. Machen wir mal Mathematik durch. Mathematik 2. Was lernt man denn hier in Kunst? Wie schön, euch wieder in alter Frische zu begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir auch heute beim Lernen viel Spaß haben werden. Und damit geht der Unterricht auch direkt los. Frage, geht ihr ebenfalls gern shoppen? Es geht auch nichts über den Erwerb leckerer Backwaren und der Anprobe feiner Kleidung. Selbst ein Schaufensterwurm ist schon aufregend. Und weil ich selbst so gerne shoppen gehe, möchte ich euch in der Stunde die Mathematik mit Hilfe von Shopping-Beispielen näher bringen. Ich gehe davon aus, dass ihr alle schon einmal einen Pokémon-Supermarkt besucht habt. Dass sie ein wahres Sammelsurium an nützlichen Items für Pokémon finden. Zum Beispiel der Pokéball, der für 200 Pokédollar pro Stück zu haben ist. So, und damit beginnt der Denksport, meine Lieben. Mal angenommen, euch stünden 2000 Dollar zur Verfügung und ihr würdet damit so viele Pokébälle kaufen, wie ihr könnt. Wie viele Bälle würdet ihr bekommen? Ja, 10 Stück. Das wäre dann nicht... Okay. Da muss man natürlich reinrechnen, dass der Premierball mit dabei ist. Nicht ganz richtig. Vielleicht war die Frage ja auch etwas zu gemein. Mit 2000 Pokédollar lassen sich 10 Pokébälle für jeweils 200 Pokédollar erstehen. Doch das ist nicht alles. Beim Kauf von mindestens 10 Bällen einer Art erhält man als Bonus einen Premierball. Dieser ist an seiner weißen Farbe erkennbar. Die einzige richtige Antwort ist also 11 Stück. So ein kleiner Bonus macht das Einkaufserlebnis auch gleich doppelt so schön, nicht wahr? Oh, ist das die Schulglocke? Schade, unsere Zeit ist wieder um. Ich freue mich bereits auf unsere nächste Stunde.
Mathematik 3. Ja. Wie schön, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Lernen. Diesmal würde ich gerne wissen, ob ihr Wahrsagerei und Horoskope mögt. Morgens die Zeitung aufzuschlagen und ein glückverheißendes Horoskop zu lesen, beschert einem doch gleich einen tollen Start in den Tag. Weiß ich nicht, Bruder. Deswegen soll es in der heutigen Mathestunde auch über das Thema Glück gehen. Euch ist bestimmt bekannt, dass man in einem Pokémon-Kampf beispielsweise einen Volltreffer landet, oder? Ein Volltreffer erhöht durch die Attacke verursachten Schaden um die Hälfte. Heißt also, der Schaden wird um 1,5 multipliziert. Ob eurem Pokémon einen Volltreffer gelingt oder sie von einem erwischt werden, hängt allein vom Glück ab. Das kann natürlich für Verdruss sorgen. Kann man ja sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen solchen Volltreffer zu landen? Boah, ich glaube 12 von 100. Ich glaube 1 zu 100. Ein klein wenig häufiger landen Volltreffer dann doch. Ist jeder von 24 Treffern ein Volltreffer? Damit kommen wir auf eine Wahrscheinlichkeit von 4,17%. Einige Attacken verfügen aber über eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Bei Steinkante oder Dunkelklaue sind das zum Beispiel bei 12%. Außerdem könnt ihr Attacken, Energiefokus oder auch das Item X Volltreffer einsetzen. Dadurch steigt die Volltrefferquote um ganze 2 Stufen auf 50%. Ach ja, der Volltreffer. Das einen Leid ist des anderen Freund. In Pokémon-Kämpfen verbirgt sich doch erstaunlich viel Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ihr könnt das Glück selbst in die Hand nehmen, wenn ihr euch ein bisschen mit den Zahlen auseinandersetzt. Man wird dadurch mit einer großen Auswahl taktischer Finesse belohnt. Oh, schade. Unsere Zeit scheint schon wieder um zu sein. Denkt dran, in der nächsten Stunde steht die Zwischenprüfung an. Bereitet euch bitte vor. Schauen wir mal, was da so kommt. Ja, ich möchte gerne meine Zwischenprüfung schreiben. Gut, dann wollen wir mit eurer Zwischenprüfung beginnen. Gewiss werden euch die tollen Erinnerungen an meinen Unterricht dabei eine große Hilfe sein. Er wird verdoppelt. Wer Pokémon mit der Attacke Rasierblatt trifft. Okay, das sind dieselben Fragen wie vorher. Landest. Hände in den Schoß, wenn ich bitten darf. Die Konzentration war bewundernswert. Ich bin gespannt darauf, wie ihr euch geschlagen habt. Die Ergebnisse könnt ihr euch dann am Empfang abholen. Ruht euch schön aus. Oh. Einfach Gengar. Es fühlt sich gut an, wenn man eine Prüfung hinter sich gebracht hat. Fünf von 5 Fragen korrekt beantwortet. Damit hast du die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Hat für alle ein kleines Geschenk vorbereitet. 5 EP-Bonbon S. Nice. Und immer schön weiterlernen.
Ja. Kunstraum. Sportplatz möchte ich gehen. Ah, Cosima. Markus. Und du bist hier. Nee, guck. Ha, das muss ein ziemlicher Schock für dich sein. Ich bin Big Boss und Cassiopeia. Also, als ich gesehen habe, wie du vor der Akademie kurzen Prozesse mit den Handlangern von Team Star gemacht hast, kam mir die Idee für Operation Stardust, da du LP gebraucht hast, und ich sie dank meines Könnens mit Leichtigkeit besorgen konnte, und boten sie den idealen Anreiz für dich, Teil von Operation Stardust zu werden. Erst seit des Versorgungstrupps konnte ich dich dann die ganze Zeit im Auge behalten. Um Team Star ein endgültiges Ende zu setzen, musst du nur noch mich besiegen. Also, alles, was du bisher für mich getan hast, galt diesem Ziel. Aber ein Teil von mir hängt an Team Star und will nicht zulassen, dass es aufgelöst wird. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, mich einfach kampflos zu ergeben. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich danke dir. Oh, jetzt einfach Liebe wieder da. Yo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben von Senior Quindella hat mich... die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme. Ja. Diese Stimme. Bist du das, Liebe? Du bist also wirklich Cousin. Bist du das, Cassiopeia? Mir ist persönlich. Ich habe eine Bitte an dich, Liebe. Wir brauchen ein Video von dem, was hier geschieht, von dem gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Oh, okay, verstanden. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Stars Big Boss. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima. Die Gründerin von Team Star ist kampfbereit. Verneigt euch vor meiner unermesslichen Kraft. Okay. Cosima von Team Star fordert dich heraus. Nach Tara. Versus Krog. Das kann nur so nicht so gut ausgehen. Wenn schon kämpfen, dann richtig. So steht es im Codex von Team Star. Au, das hittet hart. Am Loderlied. Aquana. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das so passiert.
Ich habe halt kein Wasser-Pokémon. Nochmal Schaufler. Dafür packe ich Espinodon aus. Blitzer. Ich lass mal ihn draußen. Was gegen ihn ja nicht so wirklich effektiv. Dann kommen einfach nochmal Drachenklaue. Ach, fuck. Felinara, das war doch die. Ah, ja, gut, eigentlich ist Fee. Das sagt es ja schon aus. Yeah. Ach, fuck, nein! Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Fuck, das war jetzt ein Fehler. Weil es ja Drache. Und seine Drachenattacken sind halt in keinster Weise irgendwie... Was ist denn stark gegen Fee? Gift und Stahl. Komm, Eisenschädel. Terra kristallisiere dich. Helle, leuchte so hell wie die Sterne und nimm die Form meiner Tränen an. Unsere Eboli-Power verwandelt euch in Sternenstaub. Mondgewalt. Holy shit.
Riesenhammer! Es ist vorbei. Ja, das stimmt. Das war's, Leute. Also der Kampf war jetzt nicht so schlimm wie der gegen Liebe. Sprich, Kläbel. Das war's, Leute. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Team Star auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben Operation Stardust etwas zu weit getrieben. So läuft das halt, wenn man's... Wenn man eine dermaßen krasse Show abzieht, wie wir und den Mobbern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau. Wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen, sollten sie ihre Schikanen nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht einmal Pokémon eingesetzt. Sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Möglicherweise haben unsere Outfits sie eingeschüchtert. Wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekrümmt. Mag sein, aber danach haben die Mobber einen riesen Tumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los. Das wird sicher Konsequenzen für uns alle haben. Da hast du nicht Unrecht. Wir könnten echt in Schwierigkeiten stecken. Überlass das mir, ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe Team Star gegründet und euch alle in die Sache verwickelt. Also werde ich euch auch die Verantwortung, übernehmen. Big Boss. Jetzt. Wo mit den Mobbern endlich Schluss, mit dem Mobbing Schluss ist, sollt ihr alle wieder an die Akademie zurückkehren. Und was machst du? Ich kann nicht zurück in die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich an deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns doch nie im echten Leben getroffen haben. Mach mal halblang, warum klingt das gerade wie eine Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. So halte doch ein. Was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt komm schon. Bye, Leute. Danke für alles. Die Quote immer war da draußen, stand hier am Fenster. Danke für alles, Markus. Liebel. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's. Dann wohl für Team Star und für mich. Aber, nicht verzag, also chillax mal. Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wäre? Warum musstest du als Big Boss die Operation Stardust ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich, gab's da keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen, aber sie wollten nicht. Wie, sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Team Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht es in unserem Kodex. Ah, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau daran gehalten. Ja, diesmal, deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden alle also aus dem Team ausreden, wenn der Kodex es verlangt? Korrekt. Und gemäß den Regeln des Kodex mussten sie jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia. Oh, Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet das Team... was bedeuten deine Freunde, dir deine Freunde aus dem Team? Sie sind mein größter Schatz. Ausgezeichnet. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Cosima. Wie? Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Hä? Was ist denn auf einmal mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen.
Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meine wahre Identität preisgebe. Tada! Senior Direktor? Als ob das nicht offensichtlich war! So wie du insgeheim Cassiopeia warst, war ich insgeheim Liebel. Was? Aber warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schüler scheuen sich ja meist davor, Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen. Umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden? Von der Perücke mal ganz zu schweigen. Lassen wir doch das Thema. Jetzt ist es erst einmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Hey, Big Boss, lang nicht gesehen. Finito. Lang nicht gesehen? Wir sehen dich zum ersten Mal. Wir wussten nicht mal deinen echten Namen. Resita. Welche Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Euer Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Shugi. Also, Cosima war dein echter Name, richtig? Wie ist es dir so ergangen? Otito. Wie schön, dich endlich zu treffen. Wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Ryobita. Ja, hieß der eine nicht Otis? Okay, Leute, alle zusammen. Hasta la vista! Also dann, Cosima und ihr fünf Bosse. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Wie bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einen der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen gewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte und auf eurem unermesslichen Mut. All das bringt mich zu folgendem Fazit. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? In der Tat. Team Star muss sich nicht auflösen. Oh, wie sie alle einfach instant dastehen. Juhu, Cosima, hast du das gehört? Das heißt, wir können alle zusammenbleiben. Welch frohe Kunde. Aber ich hab euch alle hintergangen. Du meinst Operation Stardust? Davon hat Direktor Clavel uns schon erzählt. Das hast du ja nur getan, weil... Oh, das hast du ja nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt und du uns davor bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen, stimmt's? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwer uns das sagt. Hehe. Wir können nur erahnen, wie zutiefst besorgt ihr um unsere Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben, aber jetzt ist alles in Ordnung. Das mag sein, aber... Wenn ich fortfahren dürfte, wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderungen an euren Uniformen, unerlaubtes Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie heißbrecherischen Geschwindigkeiten beim Fahren, etc., etc., etc. Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Zur Strafe werden wir alle ehrenamtliche Arbeiten verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig, genauer gesagt, möchte ich euch bitten, dass ihr die STC leitet. Das ST was? Das Star Training Center.
oder kurz STC. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Markus in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte Aufbau dieser Verstecke sowie eure kreativen Kampftaktiken hat mich zutiefst beeindruckt. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtungen erhalten bleiben, mit Mitgliedern von Team Star als Mitarbeitern. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich. Das hört sich sogar nach jeder Menge Spaß an, eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt sicher etwas schräg, da es ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber du solltest auf jeden Fall mitmachen, Cosima. Wohl wahr. Es wäre uns eine Ehre, euch an eurer Seite zu wissen, noble Cosima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen. Dadurch sind wir sicher sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendwas passieren sollte. Wir hätten sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder etwa nicht? Leute. Markus, was hältst du davon? Klingt doch super. Ich kann nur was Gutes dazu sagen. Aber ich... Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Dann lösen wir uns erst einmal auf. Also nicht Team Star, sondern diese Versammlung. Könntest du bitte später in meinem Büro vorbeischauen, Markus? Okay. Kann ich schon machen. Begib dich zum Büro des Direktors. Ich möchte gleich zu Clavel gehen. Oh. Akademie-Kiosk. Die Akademie hat einen Späti. Okay. Büro des Direktors. Okay. Aber seine Pokébälle klauen. Ah, Markus. Da bist du ja. Ich habe dich hergebeten, um dir für deine Arbeit bei der Sache mit Team Star zu danken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Mitgliedern von Team Star eine ungerechte Strafe auferlegt. Ich danke dir vielmals. Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? Ich bin's, Cosima. Ah, komm herein. Ich hoffe, ich störe nicht. Wegen des STCs, ich würde es gerne zusammen mit den anderen ausprobieren. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass du dich dafür entschieden hast. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Strafe härter ausfallen sollte als die der anderen. Meinst du, weil du Operation Stardust geleitet hast? Nein, nicht deshalb, aber ich habe etwas anderes Schlimmes getan. Und das wäre? Die LP, die ich während Operation Stardust als Belohnung verteilt habe, die habe ich nun ja illegal besorgt, indem ich mich in das LP-Verwaltungssystem der Pokémon-Liga gehackt habe. Verstehe. Meine Güte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Systeme der Pokémon-Liga gehackt werden können. Echt? So schwierig war das gar nicht. Ich meine natürlich, es tut mir sehr leid. Ich fürchte, dieses Thema liegt nicht ganz in meinem Zuständigkeitsbereich. Passt der Pokémon-Liga? Liga Pokémon. Alles klein geschrieben. Ich würde mit der Präsidentin der Pokémon-Liga, Zagaria, darüber sprechen. Das dachte ich mir schon. Entschuldige, Markus, aber ich müsste dich bitten, das Büro jetzt zu verlassen. Okay. Kann ich da jetzt einfach nochmal random reingehen? Ah, da ist nochmal Level. Sollte dir in schulischer Hinsicht mal etwas auf dem Herzen liegen, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr. Oh, okay, er sagt wieder nur dasselbe. Biologieraum. Der Jim möchte mit mir sprechen. Ich will Updates über den Pokédex haben. Und gib mir dann Belohnungen. Kramox. Das wäre echt ganz cool. Nein, ich will nicht irgendwo hingehen. Ah, wie geht's?
Und Markus, hast du schon ein wenig an den Alltag der Akademie gewöhnt? Ja. Ich laufe ja eh nur draußen durch die Gegend. Das klingt doch super, freut mich, dass du hier so viel Spaß hast. Ach übrigens, verwendest du eigentlich auch die Pokédex-App? Denn, naja, weißt du, sie wurde von mir entwickelt. Immer wenn jemand ein Pokémon fängt, werden die Informationen an mich übermittelt und meine Forschung nimmt langsam Form an. Also schnapp dir alle neuen Pokémon, denen du begegnest und vervollständige so dein Pokédex, ja? Fallen wir doch fürs Erste die 30 verschiedene Arten an. Melde dich bei mir, sobald du es geschafft hast. Okay. Du hast bereits 30 Arten in deinem Pokédex registriert? Hui, was du nicht alles gefangen hast. Das ist ja ein richtiger Datensatz, sag mal. Du hast schon mehr gefangen? Da ist die Begeisterung ein wenig durchgegangen. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass du noch eine große Hilfe für meine Forschung sein wirst. Da, nimm nur, ein kleiner Dank für deine Mühen. Trugschlag. Mindestens ein KP. Ah, okay. Das ist ein kleines Fangtalent, kann das sein? 100 verschiedene. Okay. Dann wirf am besten schnell ein Pokémon drauf. Du hast 100 verschiedene Pokémon-Arten registriert? Ach, das ist aber ein kleines Pokémon und das ist richtig groß. Das sind aber viele Daten zur Analyse. Die Begeisterung ist schon wieder mit mir durchgegangen. Danke, dass du... Dank dir machen meine Pokémon-Forschung große Fortschritte. Da, nimm, ein kleiner... Oh, 20 Hyperbälle. Nun aber mal ehrlich, Markus, du bist ein echtes, recht wahres Naturtalent darin, Pokémon zu fangen. Lass uns das nächste 200 verschiedene Pokémon anpeilen. Mir ist schon klar, dass ich damit viel von dir verlange, aber halt immer den Pokéball bereit. Du hast also 200 verschiedene Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert? Hui, diese Pokémon lebt in den Bergen und das im Meer. Wow. Und das an diesem Ort. Hast du auch ein Pokémon gefunden? Wahnsinn. Ich finde das so weird. Ah, und schon wieder ist die Begeisterung mit mir ein wenig durchgegangen. Tut mir leid. Durch deine Mithilfe macht meine Forschung richtigen Quantensprünge. Quantum Leap. Da, nimm nur. Ein kleiner Dank für die Mühen. 20 Flottbälle. Okay, also wirklich. Mittlerweile bist du ein absoluter Profi im Fang von Pokémon. Auf zum Endspurt. Unser nächstes Ziel ist, der Pokédex zu vervollständigen. Registriere also 400 verschiedene Arten. What? Das ist ein hartes Stück Arbeit, so viel ist klar. Aber ich weiß, dass du das Zeug dazu hast. Der Pokéball liegt nun bei dir. Bleib ein guter Dinge und gib nichts auf. Boah, wie viel habe ich denn? Also ich habe 328 habe ich jetzt insgesamt schon mal gesehen. Lehrerzimmer. Ach, die will auch mit mir sprechen. Warum? Oh, hallo Markus. Hast du eine Frage zu meinem Unterricht? Nein, ich habe alles verstanden. Ha, es freut mich, dass mein Unterricht für dich verständlich war. Dann kannst du doch bestimmt die folgende Frage beantworten. Flug-Pokémon haben eine Schwäche gegenüber dem Typ Gestein. Was passiert, wenn mit dem Schaden einer Gesteinsattacke ein Flug-Pokémon trifft? Er wird verhundertfach, er wird verdoppelt. Ganz genau, der Schaden wird verdoppelt. Signor Quendella. Da ist aber jemand Energie geladen. Und doch, du musst warten, bis du an der Reihe bist. Ich kann mich schließlich nicht zweiteilen. Sie kann es ja mal versuchen. Stimmt es, dass Sie mal Arena-Leiterin waren, Signor Quendella? Oh, und wieder stimmt. Ich bin nämlich eine ziemlich starke Trainerin, weißt du. Wow! Und warum haben Sie aufgehört? Ich glaube, das verrate ich nur braven Schülern, die warten, bis sie an der Reihe sind. Ja, dann warte ich. Das kann ich nämlich. Entschuldige die Unterbrechung. Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen, ja? Du bist ein wenig mit Senior Quandella. Okay. Warum eigentlich Senior? Okay. Ich finde das ein bisschen weird eigentlich, aber...
Eingangshalle, ach so, okay. Sanitätsraum. Hä, wer ist das? Mami, Mama, Mimi. Oh. Nur hereinspaziert, ich heiße Mimi. Und das ist der Sanitätsraum. Das führt dich heute her. Dir und deinen Pokémon scheint es doch prima zu gehen. Momentchen, dich sehe ich hier aber zum allerersten Mal, oder? Ja. Aha, verstehe. Du hast also gerade erst hier angefangen. Ah, richtig, Markus, stimmt's? Ich habe schon jede Menge von dir gehört. Du sagst, auf dem Weg zur Akademie von einer Klippe gestürzt sein und dich sogar von Team Star mit Team Star angelegt haben. Ach ja, und du hast sicher schon mit deiner Schatzsuche angefangen, oder? Ich hätte eine Bitte. Solltest du da draußen über irgendwas Cooles stolpern, dann komm doch vorbei und erzähl mir davon. Hier langweile ich mich meistens nur. Unterricht gebe ich keinen und die Schüler tauchen vor allem auf, um Schulstunden zu schwänzen. Naja, ich würde mich jedenfalls riesig freuen. Abgemacht, okay? Signora Mimi. Ah, okay. Ich habe einfach nur falsch gelesen. Ich war einfach nur dumm. Oh, hallo. Wie schön, dass du im Sanitätsraum vorbeischaust. Nanu, du bist ein bisschen stärker als beim letzten Mal, kann das sein? Ja. Wie die immer ihren Mund offen lässt. Haha. Du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, aber man sieht es dir wirklich an. Bestimmt hast du die ganzen Erfahrungen auf deiner Schatzsuche zu verdanken. Na komm, erzähl doch ein bisschen was von deinen Abenteuern. Ich finde das ein bisschen weird eigentlich, diese Beziehung hier. Wow, das ist echt abgefahren. Ach, nochmal Kind müsste man sein. Täglich warten neue Herausforderungen auf einen. Ich dagegen? Es war immer mein Traum, Lehrerin zu werden, musst du wissen. An der Akademie habe ich zwar auch geschafft, aber als Krankenschwester unterrichten darf ich leider nicht. Ich bin leider durch die Zulassungsprüfung für Gesundheitslehre gerasselt. Und zwar nicht nur einmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich versucht habe. Tja, und jetzt versauere ich hier im Sanitätsraum. Oh, entschuldige, ich wollte dir nicht die Ohren zuheulen. Aber du bist ein echt guter Zuhörer. Da plappert man eben einfach darauf los. Ich hoffe, ich habe dich nicht total vergrault mit meinem Gerede. Komm gerne wieder vorbei. Okay. Leg dich doch hin und gönn dir eine Mütze Schlaf. Der Sanitätsraum steht dir immer zur Verfügung. Mama Mimi. Nichts ist süßer als Betty, wenn es schläft. Schau doch, wie es schlummert, es döst. So dösig, einfach zum Knuddeln. Die kannst du ja gerne mal knuddeln, dann kriegst du wahrscheinlich einen Stromschlag davon. Dann gehe ich mal zur Eingangshalle. Oh, da sind beide. Und stehen weird rum. Komm, dann quatsche ich mit dir doch mal. Ich finde allgemein so Beziehungen zu Lehrern immer ein bisschen weird. Oh, Markus. Bitte verstehe mich nicht falsch, wenn ich dich das frage, aber... Könnte es sein, dass du mich beobachtet hast? Bin gerade erst hergekommen. Natürlich, so etwas machst du doch nicht. Entschuldige die seltsame Frage. Weird. In letzter Zeit beschleicht mich immer wieder dieses seltsame Gefühl. Es ist, als würde mich jemand beobachten. Und nicht etwa ein Pokémon, sondern ganz klein Mensch. Ich habe sogar meine Schwester gefragt, ob es ein Geist sein könnte. Sie kennt sich mit sowas aus, weißt du, aber sie sieht es so unwahrscheinlich. Okay. Vielleicht lauert ja irgendwo ein Schüler, der nur auf den richtigen Moment wartet, um mir eine Frage zu stellen. Könnte sein. Vielleicht der eine Typ, dem sie das nicht sagen wollte mit der Arena. Haha. Dann wäre es zumindest kein Wunder, dass ich diesen angespannten Blick hier förmlich spüre. Falls du jemanden in der Nähe siehst, auf den das zutrifft, lass mich bitte wissen. Vielleicht wird es an der Zeit, dass ich von mir aus auf die Person zugehe und frage, was Sache ist.
Okay. Ich finde die trotzdem diese Situation irgendwie ein bisschen weird. Es ist halt interessant, dass man mit ihnen quatschen kann, aber ich weiß nicht, ich finde diese, ja, ich weiß nicht, allgemein einfach die Situation zwischen diesen Lehrern und diesem Schüler so, ja, einfach seltsam. Oh, hallo Markus. Hattest du mich gesucht? Es war in letzter Zeit nicht so oft im Sanitätsraum zu finden. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Wie jetzt? Du wolltest echt nur mit mir plaudern? Na gut, aber dein Pokémon päpple ich trotzdem wieder auf. So, jetzt sollte es ihnen erstmal wieder besser gehen. Den Kratzern und Schramm nachzuurteilen haben deine Pokémon da draußen ja das Abenteuer ihres Lebens. Ja, im Kampf gegen Cosima. Du findest es ungewöhnlich, mich nicht ständig im Sanitätsraum anzutreffen? Tja, weißt du, ich büffle derzeit ziemlich viel. Ich würde nämlich gerne mal an der Zulassungsprüfung versuchen. Das klingt spitze. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, wie ermutigend die Fleißen des Schatzsuchers eines gewissen Schülers auf mich war. Naja, vielleicht ein klitzekleines bisschen. Und deswegen, tja, danke. Oh, meine Pause ist ja fast vorbei. Hey Markus, drück mir ja die Daumen, in Ordnung? Okay. Weirde Geschichte an der Stelle. Weirde Geschichte. Wie viel Bobox habe ich denn eigentlich? Komm, die gebe ich mal hier. Würde ich alle geben. Ja, okay. Na gut. An der Stelle würde ich dann aber mal sagen, dann war es das auf jeden Fall jetzt mal. Ich habe auf jeden Fall mal das geschafft, was ich jetzt machen wollte. Beim nächsten Mal mache ich dann, glaube ich, mal einfach die Arena-Sachen weiter. Und ich entwickle halt natürlich dann auch weiter Pokémon. Das, was ich natürlich die ganze Zeit eigentlich immer tun wollte. Altara und Chanera. Ja, ein Gengar würde ich gerne noch treffen. Habitat unbekannt. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Gengar finde. Und die andere Sache muss ich auch noch gucken. So ein Lilminib. Das habe ich ja eigentlich schon öfters mal getroffen. Das kann ich mir auch noch holen. Und jetzt Panfi auf jeden Fall auch. Welches Pokémon ist denn das eigentlich? Ach, oh mein Gott. Dass ich das nicht. Ist wehrlos, wenn es schläft. Wer hätte das gedacht? Ja, ich muss auf jeden Fall noch wegen die Wasser-Pokémon allgemein noch mal schauen, was es da so gibt. Und die muss ich mir auch noch holen. Also zumindest Medicine hole ich, wobei beide kann ich mir auch easy holen. Das ist auch, ach, das ist Psyara. Ja, aber viele Sachen habe ich ja schon. Das Guntank muss ich auch noch gucken. Einige Sachen, die ich so immer gedodged bin, die kann ich mal auf jeden Fall suchen. Normie finden. Adeboom. Wundert mich, dass ich Knattertox und sowas noch nicht habe. Also, auch bei Goldra muss ich auch noch gucken, wo sich das eigentlich aufhält. Bei Quarter Mac auch.
Und da gibt es noch einige Pokémon, die man so, die ich noch finden kann. Ah, okay. Sonst hier ist die Weiterentwicklung von Capruno. Ich hab den auch immer. Den hab ich auch nicht. Und okay. Ja, da kommt noch einiges auf mich zu. Zumindest beim nächsten Mal. Was so Entwicklungen und sowas angeht. Aber an der Stelle sage ich jetzt auf jeden Fall wirklich, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch ein Follow da. Schaut auf YouTube vorbei. Da gibt es dann sehr Videos. Und natürlich Sunbros. Praise the Sun. Yo. Und bis zum nächsten Mal. Und natürlich Tschüssli. Müsli.